18. Juni. Elisabeth von Schönau. Elisabeth von Schönau stammte aus der Nähe von Köln. Sie wurde 1129 geboren. Ihre Eltern gaben sie bereits als Jugendliche im Jahr 1141 zur Erziehung ins Kloster Schönau im Taunus zu den Benediktinerinnen. 1147 wurde Elisabeth als Nonne in Schönau eingekleidet. Junge Menschen neigen zu Übertreibung. Davor schützt auch das Kloster nicht. Elisabeth glaubte durch ein besonders strenges Leben Gott zu gefallen. Zwischen 1147 und 1152 litt sie ununterbrochen an körperlichen Gebrechen und Depressionen. Dazu kamen Angstzustände bezüglich der eigenen Sünden und Glaubenszweifel. Bis dahin hatte Elisabeth es offenbar nicht verstanden, Gott in ihrem Leben wirken zu lassen. Sie war mehr in die Lehre und in die eigenen Vorstellungen von Gott verliebt als in Gott selbst. Schließlich nahm sich die heilige Hildegard von Bingen, 1098 bis 1179, ihrer an. Als geistliche Mentorin riet Hildegard der Elisabeth zur Besonnenheit im Umgang mit Gott und dem eigenen Leben. Die Hilfe der heiligen Hildegard brachte den Durchbruch. Die erdachten Bilder eines strafenden Gottes, der zurückweist, wichen nun den Visionen von den Wegen zu Gott. Elisabeths Bruder, der Benediktinermönch und spätere Abt Egbert von Schönau, verstorben 1184, bemühte sich darum, die Visionen seiner Schwester niederzuschreiben. So entstanden unter anderem das Buch der Gotteswege. Elisabeth, die seit 1157 auch Priorin des Konventes war, starb am 18. Juni 1164 im Kloster Schönau. Sie wurde 1584 heilig gesprochen. Ihre Reliquien werden bis heute in der Klosterkirche von Schönau in Struth verehrt. Das Kloster wurde allerdings 1803 im Zuge der Säkularisierung aufgelöst. Besonnener Umgang. Die heilige Elisabeth von Schönau bedurfte also der Ermahnung, um trotz aller Anstrengungen nicht das Ziel zu verfehlen. Bereits ein römischer Rechtsspruch des Dichters Ovid, der 43 v. Chr. Bis 17 nach Christus gelebt hat, ermahnte in vorchristlicher Zeit zum Ausgleich, indem er sagte, in medio stat virtus. Die Tugend ist demnach in der Mitte zu finden und nicht in den Extremen. Erst als die heilige Elisabeth merkte, dass sie die Strenge gegen sich selbst nicht weiterbrachte, offenbarten sich ihr ganz neue Einsichten des Glaubens. In der Mitte steht die Tugend. Weder Laxheit noch Rigorismus bringen uns also im Glauben wirklich voran.